Ich hab's wirklich gemacht, Leute. Ich habe ein neues Auto gekauft. Bin so aufgeregt. Aber erstmal guten Morgen aus Köln. Heute ist es soweit, Leute. Schon alles überwiesen, Vertrag unterschrieben, alles fertig. Aber jetzt die Abholung. Und dafür müssen wir nicht irgendwo hier in Köln hin, sondern eine Stunde in die Richtung, ja? In Aachen. Da geht's jetzt hin. Und ihr könnt schon im Hintergrund sehen, Leute. Ich stehe nicht ohne Grund vor dem Porsche-Zentrum hier in Aachen. Es ist ein Porsche geworden, ja. Gleich seht ihr welcher. Das ist einfach so krass. Ich habe in der, ich glaube, 8. Klasse habe ich mein Schülerpraktikum im Porsche-Zentrum Lübeck gemacht. Das war schon so absurd, als Schüler da zu sein und so ein bisschen da zu arbeiten. Ich habe die Autos geputzt, habe ich da Kaffee natürlich gemacht für die Verkäufer. Es war so ein klassisches Schülerpraktikum, aber schon richtig cool und besonders da zu arbeiten. Aber hätte ich niemals gedacht, dass ich nur wenige Jahre später zum ersten Mal selbst einen Porsche in einem Porsche-Zentrum kaufe oder lease damals. Das war mein erster Porsche, mein allererstes eigenes Auto, wie absurd das auch klingt. Ich meine, es ist ja auch einfach komplett absurd, Leute, dass ich schon in so jungen Jahren mir irgendwie einen Porsche leisten konnte. Es ist einfach nur, weil ich sehr viel Glück hatte in meinem Leben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort war mit YouTube, weil ihr meine Videos schaut. Also danke geht raus an euch, ohne euch wäre das nicht möglich. Auch das heute nicht. Mir ist auf jeden Fall mal ganz wichtig, dass das Ganze irgendwie nicht so als wie protzen oder angeben oder so rüberkommen, sondern einfach, ich liebe Autos, ich möchte diese Leidenschaft mit euch teilen, weil ich weiß, ganz viele von euch da draußen, die mögen das auch. Schaut mal, hier ist natürlich eine andere Farbe, aber ungefähr so ein Porsche Boxster hatte ich eben damals, eine Generation älter. Aber das war ja mein allererstes eigenes Auto und damals habe ich mich gar nicht getraut, das zu zeigen. Ich habe es erst ja komplett geheim gehalten und dann irgendwann hat man es so in den YouTube-Vlogs mal so irgendwo am Rande gesehen. Irgendwann zum Ende hin dann mehr, da habe ich sogar gezeigt, wie ich es wieder abgegeben habe. Der kleine Felix am Ende wieder zum Porsche-Zentrum hin das Auto abgegeben hat. Und danach hatte ich nie wieder ein Porsche, bis jetzt. Jetzt geht es aber wirklich los. Jetzt gehen wir zum Auto, Leute, rein ins Porsche-Zentrum. Sunny ist natürlich auch mit dabei. Ja, ich freue mich. Ich meine, das wird unser Auto hier für Mallorca. Ja. Wir werden beide dann auf Mallorca fahren. Hallo. Hi. Ins Nürburgring Office hier. Auch von hinten sieht das so cool aus. Los geht es. Oh mein Gott! Das ist unser Auto! Sieht der nicht Hammer aus, Leute, hier neben uns. Ey, was für ein cooles Auto. Richtig nice. Das ist so surreal, Leute. Was für ein Glück habe ich bitte, Leute, dass ich diese beiden Autos hier als meine Autos bezeichnen darf. Das ist der absolute Wahnsinn. Also der Wiesmann, ich habe mir jetzt seit 4 Jahren absolutes Traumauto. Aber jetzt eben hier neben der Porsche Taycan 4 Cross Turismo. Ich kann es aber nicht ganz glauben, dass jetzt mein Auto ist. Und schaut ihr euch an, wie er hier aussieht in der Sonne. So sieht er hier auf Mallorca aus, Leute. Der passt hier einfach perfekt hin, oder? Vor unserem Haus, vor den Bergen, dieser Farbdruck ist schon ungefähr so ein bisschen, geht in die Richtung hier vom Fels auf Mallorca. Ich bin so happy mit dem Auto. Ich zeige es euch nochmal genauer. Viele werden sich auf jeden Fall fragen, Mallorca-Auto, warum hat es denn dann ein deutsches Kennzeichen hier? Und das liegt daran, dass wir noch zumindest nur etwas weniger als die Hälfte des Jahres hier in Spanien verbringen. Dementsprechend bin ich auch noch in Deutschland gemeldet. Ich zahle da meine Steuern, hier auch ein bisschen fürs Haus und so, aber meine Hauptsteuern in Deutschland. Nimmt sich alles nicht viel, ne? Also Mallorca ist nicht irgendwie so ein Madeira-Steuerparadies oder so. Ist ungefähr das gleiche, aber ich bin halt noch mehr in Deutschland. Und deswegen habe ich auch mein Auto noch erstmal in Deutschland angemeldet. Aber ich sag mal so, ich fühle mich hier so wohl, dass es sein kann, dass wir mittelfristig komplett hier hinziehen. Dann werde ich mich auch ummelden, dann wird das Auto auch ein anderes Kennzeichen haben. Aber ey, Länderwechsel mit, vor allem wenn du eine eigene Firma hast, beziehungsweise ein Unternehmen bei mir, das heißt für alle Steuerschlaufüchse. Bei mir ist auch kein Problem mit Wegzugsbesteuerung. Also es ist einfach nur, ist meine Entscheidung, wenn ich wegziehe, ist ein großer Aufwand, das alles zu machen. Bis dahin möchte ich auf jeden Fall Spanisch ordentlich gelernt haben und nicht nur das Bruchstückchenhafte, was ich bisher kann. Aber ja, es ist ein riesen Aufwand, Länder zu wechseln. Gott sei Dank ist es kein großer Aufwand, virtuell seinen Standort zu wechseln mit NordVPN, weil da ist es egal, ob ich hier in Spanien bin oder irgendwo sonst auf der Welt, Leute. Mit einem Klick auf all meinen Geräten verbinde ich mich mit einem der tausenden NordVPN-Server auf der ganzen Welt, zum Beispiel einfach mit einem Deutschland und dann ist alles im Internet, was ich mache, wie
Weg, als ob es in Deutschland wäre, was sehr praktisch ist, zum Beispiel beim Thema Online-Banking, dass die nicht denken, wo ist er mal wieder und irgendwas sperren. Und auch zum Beispiel meine Google-Suchergebnisse und die Werbung auch daneben, dass es nicht alles auf Spanisch ist, halt noch verstehe ich nicht so gut. Plus, ich glaube, das ist für alle ein sehr wichtiger Punkt, Geoblocking. Ja, viele Serien oder Sportereignisse kann man zwar in Deutschland gucken, egal ob öffentlich-rechtlich oder Streaming-Anbieter, aber im Ausland nicht mehr. Das heißt, im Urlaub oder wie wenn ich hier halt zwei Wohnsitze habe, kannst du nicht alles gucken. Super nervig. Mit einem VPN, mit einem Klick switch ich immer genau dahin, wo ich gerade sein möchte, um das zu gucken, was ich gucken möchte. Plus, gut zu wissen, durch NordVPN wird auch dein ganzer Datenverkehr verschlüsselt. Also kann niemand irgendwie gerade in öffentlichen WLANs irgendwie mitschnuppern und mitlesen, was du da machst. NordVPN hat auch einen eigenen Bedrohungsschutz, der gegen Schadstoffe hilft. Ich selbst benutze NordVPN sehr zufrieden seit Jahren und wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, ist jetzt eine gute Chance, Leute. Ja, benutzt einfach den QR-Code hier oder meinen Link in der Beschreibung, weil damit spart ihr nochmal ordentlich und bekommt zum Beispiel 4 Monate gratis auf den 2-Jahres-Plan. Alles risikofrei, denn ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurückgabe. Also probiert es aus, gibt noch viele weitere Vorteile, geht einfach auf den Link, da steht nochmal alles. Und ja, so eine 30-Tage-Geld-Zurückgabe hätte ich auch keine verkehrte Autos gehabt, weil es hätte man 30 Tage mal testen, so ein Auto, bevor man sich irgendwie festlegt und jetzt kauft. Ich habe nur eine kurze Probefahrt, aber jetzt reicht und ich bin super happy mit dem Auto. Der Porsche Taycan 4 Cross Turismo und das ist die Version, die so ein bisschen, ihr seht, so ein bisschen die Offroad-Anleihen hat. Das ist kein SUV natürlich, kein richtiges Geländeauto, aber hat einen Gravel-Mode für zum Beispiel schön viel Bodenfreiheit und natürlich einfach optisch so, wie er hier gemacht ist, finde ich, ist das einfach der niceste Taycan, weil er so ein bisschen das Besondere, das Spezielle hat. Und diese Farbe einfach, schaut euch an, Coffee Beige heißt sie. Ich bin ja eh Kaffee-Fan, also das passt perfekt. Und das Auto ist ein Jahreswagen, also hatte schon einen Vorbesitzer oder Vorbesitzerin, glaube ich. Und die hat den so cool gespeckt, denn du kannst zum Beispiel all das hier auch in Silber haben, diese ganzen Anbauteile. Das hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Aber hier bei diesem Auto passt einfach jedes Detail. Also die schwarzen Cross-Turismo-Felgen, dass die Spiegel hier normal in der Außenfarbe sind, aber hier eben mit dem Schwarz wieder dran, dass das hier unten schwarz ist. Das Offroad-Design-Paket mit diesem Schweller ist auch schon hier. Wir sind ja auch fast Offroad, ja? Also für Porsche-Verhältnisse sind wir schon fast Offroad. Und wie alles dann hier bis hinten so nice zusammenkommt, Leute, inklusive dem Porsche-Logo hier unter dem dunklen Glas. Es sieht so cool aus und wir sind noch gar nicht im Innenraum gewesen. Denn hier drin, dieses Cockpit ist das, was mich dazu gebracht hat, genau das Auto zu kaufen. Als ich hier drin saß, Leute, Lenkrad in der Hand, du hast hier schön den Drehregler, um zum Beispiel in den Sportmodus reinzugehen. Dazu dann hier noch dieses Curve-Display, ja, was hier so einmal rumgeht. Es sieht wirklich einfach so cool aus und dazu die kleinen Details, ja, dass du hier noch diese beige Nähte in fast der Außenfarbe hast oder hier eben auch diese blendende Tür in der Außenfarbe lackiert. Überall wieder die Nähte, auch am Sitz. Die Gurte sind passend gewählt. Das Porsche-Logo ist dabei hier oben in der Kopfstütze. Das sind alles Sachen, die muss man bei Porsche extra bezahlen. Du zahlst hunderte Euro nur, damit hier das Logo drin ist. Du zahlst hunderte Euro, um extra diese Gurte zu haben. Das ist halt 100 Euro, damit das hier drin lackiert wird. Da kannst du sehr viel Geld bei Porsche lassen. Da bin ich sehr froh, dass das hier mal anderes für mich gemacht hat und ich mit einem echt guten Preis dieses Auto hier, was gerade mal ein Jahr alt ist, übernehmen konnte. Das ist auf jeden Fall für mich ein Traumauto. Und nebenbei ist es noch fast vernünftig, weil wir haben die Sitze hinten. Man kann sogar die Sitzbank umlegen, ist auch wichtig. Denn wir werden genau heute noch, und mittlerweile regnet es, also wir werden dem Wetter jetzt hier gleich entfliehen und nach Mallorca fahren, weil das Auto ist ja für Mallorca. Also das Auto kommt für uns nach Mallorca, es wird unser Mallorca-Auto. Auch eben mit Platz für bis zu 5 Leute, zumindest für kurze Strecken. Wenn wir zum Beispiel mal zum Strand fahren auf Mallorca. Und sehr, sehr wichtig natürlich heute für uns, du kannst die Sitzbank komplett umlegen, damit wir, wenn wir gleich alles einpacken, wir haben einiges auf Küchengerät, die wir noch mitnehmen wollen hier aus Köln, dass wir alles hier schön nach Mallorca bringen können. Also das ist natürlich nicht ultra viel, aber man kriegt ordentlich was rein und ey, mittlerweile hier, die Sonne geht unter, es regnet. Wahrscheinlich warte die ganze Zeit, wenn ich das Video hier drehe. Im Wiesmann, welches Auto gefällt dir besser, Wiesmann oder Porsche? Boah, das ist eine schwierige Frage. Sehr schwierig. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme beide. Ich muss mich zum Glück nicht entscheiden. Denn der Wiesmann bleibt, Leute. Ja? Wiesmann ist unser Köln-Auto. Der bleibt also schön hier, wird natürlich trotzdem hoffentlich möglichst häufig, immer wenn ich hier bin, bewegt. Und ansonsten auf Mallorca wird dann ab jetzt Elektro gefahren, aber nicht irgendwie Elektro, sondern Porsche Taycan 4 Cross Turismo. Ist der kleinste Motor übrigens, den es im Cross Turismo gibt. Der hat trotzdem im Overboost bis zu 476 PS. Also muss man sich keine Sorgen machen, dass man irgendwie zu langsam unterwegs ist. Reichweite, mal schauen. Realistisch laut Testberichten sind so 350 Kilometer. Würde ich in Deutschland nie schaffen, wenn man auf der Autobahn viel zu schnell hier fahren kann. Dann mache ich den wahrscheinlich in 200 leer. Und da ich hier in Köln ja auch nicht zu Hause laden kann, ist Elektroauto zumindest noch momentan noch, solange ich halt nicht laden kann bei mir drüben zu Hause. Bisschen nervig auf Mallorca. Da kommt ja noch eine schöne PV-Anlage dahin, schöne Solaranlage aufs Dach und damit dann einfach zu Hause laden. Und auch jetzt schon können wir laden natürlich zu Hause. Ja, da müsst ihr euch mal vorstellen, Mallorca, du fährst nie am Tag mehr als 200 Kilometer. Selbst am entferntesten Punkt der Insel zurück, dann nochmal dahin und dann erst zurück. Über 200 wird es kaum kommen. Deswegen, es ist wirklich hier, glaube ich, das perfekte Auto für uns. Trotzdem sportlich, trotzdem praktisch. Ich freue mich einfach so. Schaut euch an, der sieht so nice aus. Er sieht so cool aus. Und ich meine, ich komme von Wiesmann, ja? Natürlich, das ist das besondere Auto. Das ist mehr was für richtige Autofans hier. Der Wiesmann ist klar. Aber
Ey, was für eine Kombi auch. Danke Leute, dass ihr mir sowas ermöglicht. Wirklich, das ist der absolute Traum. Ich weiß, wie nicht normal das ist, dass ich diese beiden Autos meine Autos nennen darf. Und deswegen versuche ich auch eben hier mit diesem Video so ein bisschen meine Freude mit euch zu teilen, dass ihr zumindest in der Form daran teilhaben könnt. Und ich hoffe, dass ich irgendwie wie Protzen oder Angeben oder irgendwas rüberkommt. Aber ja, das war's damit hier von heute. Wir bringen es noch schnell in Wiesmann zurück. Und dann machen wir uns auf die gut 1000 Kilometer nach Barcelona und dann mit der Fähre rüber nach Mallorca. Bis dahin Leute, im nächsten Video. Macht's gut und ciao, ciao.